Ich würde dann aufstehen, über den Tisch greifen, ihm das Glas mit dem Honig vor die Nase stellen und einen Löffel in die Hand drücken. Hier, nehmen Sie das, ist besser als Wasser. Danke. Er greift dann nach dem Honig und versucht sich das erstmal so ein bisschen in das Glas reinzurühren. Ja, nimmt sich dann noch einen zweiten Eiswürfel und rührt dann Honig in so eine komische, zähflüssige Masse und versucht das dann eben zusammen mit dem Wasser zu trinken. Nickt dir dann auch dankbar zu. Sein Kopf ist allerdings schon ja, merkenswert rot, wie vielleicht auch bei euch anderen, dass er so ein bisschen anfängt zu schwitzen. Natürlich eben auch, weil es sehr scharf ist, weil es aber auch sowieso sehr warm ist, einfach aufgrund der Kamine, die hier überall noch an sind und brennen, auch wenn es mittlerweile schon fortgeschrittene Zeit ist und so langsam die Nacht hereinbricht, aber kühl oder kalt ist es noch nicht geworden. Ich glaube, die Kamine haben sie extra gemacht, um uns schon mal klimatisch auf die Verhältnisse in Kreta vorzubereiten. Hebe ich mal und ich pruste mit meinem Glas in die Runde. Ja, bei den ganzen Afrikanern hier, die frieren ja sonst. Und dann kommen wir im Winter da an. Ich sehe es schon kommen. Ich will doch hoffen, dass wir das noch im Sommer schaffen. Nun, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann soll es wohl in wenigen Wochen losgehen. Wir wollen wohl im August abfahren. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, am 5. August aus dem Hamburger Hafen mit der Möwe. Was ist das Ich für ein hoffe, das Schiff? ist ein Schiff und wir fliegen, wir reiten nicht auf Möwen. Nein, ich habe kein Vertrauen in die Luftfahrt. Wir werden selbstverständlich mit dem Schiff fahren. Was ist das für ein Schiff? Wirklich viel Information habe ich darüber nicht. Ich lasse das in Ihr Plan. Ich weiß, dass es ein deutscher Reeder ist. Rotfuchs und Söhne, glaube ich. 10 Passagiere an Bord, also ein recht kleines Schiff. Wir haben es Was extra heißt, für die diese. Ausrüstung wird gesondert getransportiert? Nein, wir haben, wie gesagt, dieses Schiff für diese persönliche Expedition komplett gemietet und können dann natürlich auch den Frachtraum für uns benutzen. Wir werden aber auch noch viel in Kreta selbst kaufen. Zusammen, wie gesagt, mit den, nun ja, mit den Arabern, die dann vor Ort sind, beziehungsweise generell die Helfer vor Ort. 100 Mann, auch die werden wir nicht in Hamburg einladen. Natürlich. Schon Haben aber Sie eine denn... stattliche Seereise. In Ja. Hamburg stoppen. Was für eine Zeitspanne haben Sie denn für die komplette Expedition angesetzt? So, wenn ich das jetzt hier richtig überblicke, er greift einmal in das in die Innentasche seines Sakkos, greift ein kleines Notizbüchlein raus. So, am 5.8. hatte ich gerade gesagt, richtig? Abfahrt mit der Möwe aus dem Hamburger Hafen. Wenn der Kapitän nicht in Stürme gelangt, dann erreichen wir wohl sogar 2 Tage später. Das ist zumindest die früheste Ankunft. Später geht natürlich immer Kreta. Dann sollten wir uns erstmal nach Psykros na, durchschlagen und dann beginnen wir. Dann beginnen wir mit den Grabungen. Nach und nach immer etwas mehr und beginnen dann bei einem ja, Haupttempel, ein Haupttempel der Minor und möchten uns dann von dort aus in Richtung die eben besagten Schienen oder Linien ins Meer, die wir dann in Richtung Wasserfläche erkunden wollen. Gab es nicht vielleicht sogar schon Ausgrabungen oder irgendwelche weiteren Nachforschungen von Sir Themistokles Summit, der die meisten Ausgrabungen ja schon gemacht oder geleitet hat bisher? Ja, korrekt. Ich glaube 1904, oder? Ja, ich glaube zwischen 1905 und 1911, wenn ich mich richtig erinnere. Ich meine es so gelesen zu haben. Ah, okay, dann war es 1905 sogar. Also Wissen Sie denn vor 10, etwas 15 Jahren. über die Ausgrabungen, die schon stattgefunden haben in dieser Hinsicht oder noch nicht? Oh, das, was man so hört. Was haben Sie denn mitbekommen?
Naja, die Sachen, die Sie gerade schon gesagt haben, bezüglich dieser Schienenrillen, habe ich ja auch schon gelesen, und ein paar Dinge. Aber mehr weiß ich jetzt auch nicht wirklich. Ja, sie schweigen sich natürlich drüber tot, und wenn das nicht als Doktorarbeit dann aufgearbeitet wird, dann behält man zumeist die Erkenntnisse für sich, solange man noch keinen Gewinn herausgeschlagen hat. Wenn sie denn wirklich zu neuen Erkenntnissen gekommen sind. Vielleicht sind sie auch am Ende auf eine Sackgasse gestoßen. Aber ich schaue gerne auch nochmal nach, sowohl in meinen Büchern, was ich genau gelesen habe, was vielleicht jetzt nicht mehr aktuell hängen geblieben ist und vielleicht auch, was ich sonst noch finden kann über diesen Herrn. Ich vermute ja, dass er ein gemeiner Grabräuber ist und noch nicht alle seine Schätze umgesetzt hat. Und erst wenn er das getan hat, wird er seine Erkenntnisse öffentlich machen. Ja, da werden Sie wohl recht haben. Na, na. Na, na, mein junger Freund. Vielleicht doch ein Glas Wasser? Ja, während du ihm fragend das Wasser rüberreichen möchtest, kannst du sehen, wie der Junker wohl gerade anfängt zu krampfen und anfängt zu zappeln und dann vom Stuhl kippt. Oh Gott, wir müssen irgendwas tun. Ich stehe auf sofort und gehe in seine Richtung und hocke mich zu ihm hin. Ich würde auch aufspringen und zu ihm hin eiligen Schritts und seinen Kragen öffnen. Ja, selbstverständlich, die anderen springen auch alle erstmal entsetzt auf. Auch die Hausdame entfährt ein spitzer Schrei, ziemlich hysterisch. Die anderen rücken auch erstmal alle vom Platz ab und schauen, naja, verwundert, mit Schrecken in den Augen, auf den Junker zu Waldesruh. Wir sollten sofort die Sachen hier aus dem Bereich entfernen, bevor er sich noch verletzt oder so, wenn er krampft. Ich fange an und nehme die Stühle, die da stehen, weg und versuche die Leute zu verscheuchen, die da in der Nähe noch sitzen. So scharf war das erst noch gar nicht. Ich würde vorschlagen, dass wir ihn in die frische Luft bringen. Aber er krampft doch. Was wollen Sie machen? Also, Ja, hier ist es etwas warm. Ja, während der Kragen geöffnet ist und ihr versucht, den Mann zu stabilisieren, könnt ihr noch sehen, wie wohl seine Augen rote Äderchen durchziehen. Ihr könnt dabei zusehen, wie sich das Auge komplett rot zuzieht und die Äderchen nach und nach platzen. Dann werden sie einfach schwarz und er hört auf zu zucken. Sein Mund öffnet sich leicht, langsam, Stück für Stück, und ihr könnt in ein gähnendes, dunkles Loch blicken. Seine Zunge ist geschwollen und blutig, mehr ein fleischiger Klumpen. Aus der Innenseite der Wangen könnt ihr nur noch Risse und Schwärze erkennen, und im Rachen blubbert noch irgendetwas gelb, ein paar Bläschen, die aufplatzen. So tun Sie doch irgendwas. Jetzt ist Maria und Josef. Ich muss mich erstmal einen Meter zurückstellen. Was ist mit ihm? Würfelt mir mal bitte geistige Stabilität, um zu schauen, ob ihr das verkraftet. Ich habe 53 von 75. Diejenigen, die es schaffen, verlieren einen Punkt. Diejenigen, die es nicht schaffen, ein W6. Das wäre aber jetzt in dem Fall, dass das alle sehen würden, oder? Ich bin davon ausgegangen, Ja, dass ihr ja. es alle gesehen habt. Also Okay. klar, wenn die gute Freier sich genau über ihn gekniet hat, dann wird sie natürlich mehr davon mitbekommen, und wenn man nur irgendwo neben dem Tisch steht, dann weniger. Aber ich gehe mal davon aus, dass das alles seine Aufmerksamkeit hat. Auch der Graf bitte einmal eine Probe auf geistige Stabilität würfeln. Bei Herrn Daimler sieht das auch gut aus. Auch der Graf verliert nur einen Punkt. 21. Dann würfel ich für dich, kein Problem. Okay. Gut, dann habt ihr es alle geschafft. Gehe ich einfach mal von aus bei den Werten. Und Ja. ihr steckt das alles so weg. Ja, hinter euch könnt ihr noch hören, wie Hildegard Elisabeth zu Köpenick einmal in Ohnmacht fällt und dann von irgendjemandem abgestürzt wird, der hinter ihr steht. Das ist wahrscheinlich einer der Diener. Bekommt ihr nicht ganz mit, und dann, ja, könnt ihr auf die Leiche des Junkers blicken. Definitiv tot. So wie sein Rachen aussieht, so wie seine Zunge aussieht, der ist nicht mehr zu retten. Vielleicht hatte er eins von diesen Gewürzen nicht vertragen und hat Meinen eine Sie? Allergie. Allergischer Schock? Kann ich Das ist mir das nicht plausibel. erklären.
Das kann doch nicht sein. Oh mein Gott, ich... Das ist so plötzlich. Ich würde mich dann mal einfach bekreuzigen. Das ist... Hat irgendjemand so etwas schon einmal gesehen? Varäger, erhebt sich der Assistent vom Baron und ruft einmal laut durch das Haus, auf das sich alle Diener versammeln mögen. Während die das tun und aus verschiedensten Räumen entweder herantreten oder sowieso schon daneben stehen, geht Varäger einmal in Richtung der Jagdhalle und verschwindet. Ich hatte schon mal so eine ähnliche Erfahrung, Dichtung. War auf einer Exkursion auf der Schwäbischen Alb, da ist auch einer von einer, wir vermuten, eine Biene gestochen worden. Und dem ist auch der ganze Rachen zugeschwollen, obwohl der Stich die Wade erfolgt ist. Sahen die restlichen Symptome ebenfalls gleich aus? Nein. Aber sein ganzes Gesicht und alles ist zugeschwollen. Und ich muss zugeben, ich hatte ihn damals nicht in den Rachen geschaut. Sehen Sie doch mal, seine Hände sind ganz gelb geworden. Oh. Kommt das durch das Curry? Ich schaue meine Hände an, ob die gelb werden. Mhm. Sind sie nicht. Ich würde auf den Tisch schauen. Ist noch etwas von dem Essen des Junkers da? Ja, klar. Der hat wohl auch gerade... Ja, so das Eis ist noch nicht da, aber die letzten paar Heuschrecken liegen wohl gerade noch auf seinem Teller. Und... Die eine sieht wohl angebissen aus, hat er wohl wieder zurückgelegt. Da ist zumindest dann noch ein Stück von den Hinterläufen oder Hinterbeinen ist noch da. Das ist wohl das Letzte, was er vor kurzem gegessen hat. Wirklich drauf geachtet hattest du nicht. Also sein Teller sieht ähnlich angeknabbert aus wie bei euch. Also auch er hat wohl nicht alles gegessen, was da wohl gereicht worden ist. Genau, ein Stück Affenfleisch da sehen. Einen Schock, meinen Sie, meine Herren? Anders kann ich mir das nicht erklären. Wir haben ja alle mehr oder minder das Gleiche gegessen. Apropos Schock, was ist denn mit seiner Gemahlin? Und mit den Worten wende ich mich dann zu der Gemahlin, die gerade in Ohnmacht gefallen ist. Das war die Gemahlin, die Frau vom Baron. Der Junker ist gerade gestorben. Okay, dann gehe ich zu der. Kein Problem. Ja, die kommt gerade zu sich, schüttelt dann auch lästig, haut dann so ein bisschen zwei, dreimal mit den Händen nach dem Diener, der ihr gerade aufgeholfen hat. Das ist wohl, ja, einer von den Schwarzen, wahrscheinlich Daniel Witboy. Zumindest hattest du den Namen irgendwo am Rand mal gehört. Das war der Deutsch-West-Namibia, der ihr gerade aufhilft. Ja, natürlich eine sehr, sehr dankbare Seele, möchte man meinen. Zumindest war er sehr still, sehr ruhig. Und dass er ihr jetzt aufhilft und dann so weggescheucht wird. Na gut, das muss dann wohl mit den, ja, mit der Hysterie der Hausherrin zu tun haben, aber auch sie scheucht dann auch dich weg, wenn du nach ihr gucken möchtest. Der Herr, der gerade den Tisch verlassen hat, holt er Hilfe? Ja, bist du nicht ganz sicher? Guckst dich nochmal um, wo er hin ist. Zumindest kommt er gerade wieder zurück. Zusammen mit anderen Dienern könnt ihr jetzt auch zum ersten Mal sehen, die indische Hausdame, die Köchin, Harigupta, die ja jetzt nach unten gekommen ist, hat wohl noch die Hände ja schmutzig mit Mehl, zumindest sieht es sehr weiß aus, könnte auch was anderes sein, und schaut verwundert in Richtung der Gäste, die hier allesamt angetreten sind. Also gut, ich habe das Schloss verriegelt. Ich gehe davon aus, dass es Gift war und ich möchte nicht, dass irgendjemand Beweise vernichtet oder aus dem Hause flieht. Gift? Hunger ist ganz schwarz, nicht wahr? Nur noch ein fleischiger Klumpen, sehen Sie doch selbst. Ich würde von einem anaphylaktischen Schock ausgehen. Ich tippe auf etwas anderes. Also wenn Sie mich fragen, würde es sich wahrscheinlich um Arsen handeln. Das heißt, wir werden jetzt hier alle festgehalten und als potenzielle Täter verdächtigt? Das ist naheliegend. Das verbitte ich mir. Falls es Gift gewesen sein sollte, dann muss der oder diejenige zumindest noch unter uns sein und ich möchte nicht, dass er oder sie flieht. Aber die Behörden haben sie schon informiert.
Er schaut dich mit einem nichtssagenden Blick an. Haben wir denn hier irgendwo einen Arzt? Sollten wir wohl einen besorgen. Vielleicht war es auch eins von diesen giftigen Tieren? Mir wäre unbekannt, dass ein Tier Arsen versprüht. Sind Sie sicher, dass es Arsen ist? Nein, deshalb würde ich gerne einen Arzt zur Rate ziehen, der könnte das beweisen. Nun, wenn es keins ist, könnte es immer noch eins der Tiere sein. Gab es denn Fisch? Gab es. Ein paar Fische aus verschiedensten Gebieten der Seen. Möglicherweise dieser japanische Kugelfisch, der sehr giftig sein soll. Die indische Köchin verneint, also schüttelt einfach mit dem Kopf. Ein Kugelfisch. Ich würde dann mal an den Tisch herantreten und nochmal auf den Teller gucken von ihm und dann schauen, ob die Sachen, die er gegessen hat, auch bei anderen Leuten auf den Tellern waren. Alle, oder ob es eine Speise gab, die halt nicht, also nur von ihm verspeist wurde. Ja, würde ich dir eine verborgenes Erkennen-Probe zugestehen. Ist natürlich schwer, sowas retrospektiv nochmal zu analysieren. Wie gesagt, er hat auch nicht alles gegessen, ein paar Reste liegen da noch. Aber da könntest du mal mit einer gelungenen Probe, könntest du dir den Teller mal genauer ansehen. So groß ich habe... 53 von 70. Nee, das Essen ist mit eurem gleich. Könnte natürlich auch sein, dass das Gift bei euch drin war. Dann wende ich mich den anderen zu, also soweit ich das beurteilen kann, ich meine, ich sehe jetzt nur noch, was auf dem Teller übrig ist, aber zumindest sind die Sachen, die er gegessen hat, auch die Sachen, die wir gegessen haben. Also er hat nichts Spezielles anderes gegessen, so scheint es zumindest. Ich würde mal zum Gastgeber schauen, wie der sich verhält. Er schaut interessiert. Also vor allem zu euch. Solange die Polizei noch nicht hier ist, können wir ja die Intelligenz und die Ermittlungsgabe von uns selbst testen und schauen, ob irgendjemand schlauer als die Polizei ist. Machen Sie gerade ein Spiel daraus? Kein Spiel, aber... Ich möchte natürlich auch wissen, mit wem ich die Reise antrete. Das klingt grotesk. Derzeit geht es ja wohl eher nicht um die Expedition. Hier ist ein Toter. Und es scheint sie überhaupt nicht zu berühren, dass er tot ist. Der Tod ist ein ewiger Begleiter von uns und ich kann es nicht rückgängig machen. Aber so ein Tod doch nicht. Nun, einen solchen Tod habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Und es schockiert Sie nicht, dass eventuell ein oder scheinbar ein Mörder unter uns ist? Doch, genau das interessiert mich und ich möchte herausfinden, wer es war. Da dies seine Domäne ist, steht ihm das zu, ja. Ich kann dem Motiv durchaus zustimmen, ja. Mich interessiert das auch. Bevor wir auf die Polizei warten und uns jeder zusammen mit einer Pfeife zurück ins Herrenzimmer zurückziehen, sollten wir die Zeit doch lieber nutzen und eigene Ermittlungen anstellen. Vor allem, bevor so etwas wie Beweise vernichtet werden. Wer sagt denn, dass der Täter noch unter uns weilt? Wenn es ein langsam wirkendes Gift ist, kann Gift ja schon vor längerer Zeit zugeführt worden sein und derjenige ist hier gar nicht mehr im Gebäude. Die Japanerin tritt an euch heran, verborgt sich noch einmal. Ich habe keine anderen Gäste gesehen oder geladen. Meines Wissens hat auch niemand das Gebäude verlassen. Dem schnellen Eingreifen von Varega, von Herrn Varega, ist es zu verdanken, dass zumindest keiner mehr gehen konnte. Und aktuell sind wir vollständig. Sie schaut aber einmal ein bisschen verärgert zu dem Franzosen Alain Michel Avré. Der steht in der Ecke und ja, riecht mal wieder nach Rauch. Hat wohl auch nicht wirklich geholfen in der Zeit. Es gibt auch keinen Gärtner, der unterwegs ist. Halten Sie meinen Butler da raus, der ist völlig unschuldig.
Ich würde dann nochmal an den Tisch treten und an dem Weinglas riechen. Oder was auch immer er getrunken hat, an dem Glas. Er hat wohl Wasser getrunken, da war der Honig drin. Der Honig wurde ihm zumindest vom Grafen gereicht. Und die Eiswürfel. Ich halte das Glas mal gegen das Licht, ob irgendwelche Schlieren, abgesehen vom Honig, noch zu sehen sind. Ich meine, wie Wasser sich verhält, ist mir bewusst, ob halt irgendwas anderes vielleicht noch drin war. Musst du keine Probe würfeln? Du siehst Schlieren. Du siehst auch, dass den Lippenabdruck am Glas, auch der ist wohl ein bisschen rot verfärbt, als ob auch da dann die Lippen geblutet hätten von innen, während er das Glas angesetzt hat. Also ja, das Wasser ist schlierig. Und das ist definitiv nicht der Honig. Das ist nicht der Honig. Der sitzt am unteren Ende und ist wieder viskos wie immer. Ja, also während ich halt in dieses Glas gucke, wende ich mich dann mit dem Glas drehend in die Runde und sage dann zu den Anwesenden, das ist interessant und seltsam. Sehen Sie das? Sie dreht das Glas ein bisschen im Licht hin und her. Es ist nicht wie normales Wasser. Er hat offensichtlich Wasser getrunken, aber es ist irgendwie schlierig am Glas und das ist kein Honig und auch kein Wasser. Und es ist auch ein blutiger Lippenabdruck am Glas zu erkennen, so als hätten seine Lippen von innen geblutet. Also scheint das Gift im Glas gewesen zu sein. Sie meinen also, dadurch, dass seine Lippen von innen geblutet haben, ist das Gift eventuell direkt in seinen Blutkreislauf gekommen? Nun, er hat ja auch vorher schon davon getrunken und ich kann mir vorstellen, dass es angefangen hat zu wirken, es dann, genau wie Sie sagen, in seinen Blutkreislauf gelangt ist, dann auf die Lippen gewirkt hat und er hat dann wieder getrunken und deswegen ist dieser blutige Lippenabdruck dort im Glas zu erkennen. Wenn das so sagt, ist Fräulein Meierhofer, würde ich nämlich mal mich umschauen. Das Wasser ist doch bestimmt aus einer Karaffe ausgeschenkt worden. Die hatte nämlich gerade Frau Neumann in den Händen und wollte da gerade das Wasserglas anreichen. Würde ich mal Fräulein Neumann die Karaffe aus der Hand nehmen und das in ein leeres Glas zur Hälfte mit dem Wasser füllen, da auch die Schlieren gibt. Nein, gibt es nicht. Das ist schlau von Ihnen. Ich meine, mich hätte es auch gewundert, weil wir ja auch alle anderen Wasser getrunken haben. Ich würde vermuten, dass das entweder nachträglich hinzugefügt wurde oder vielleicht sogar schon vorher, je nachdem, was es für ein Gift war, und das Glas halt für ihn vorgesehen war. So würde ich es mir zusammenreimen. Wer hat denn die Sitzordnung festgelegt? Das war ich, sagt die Japanerin Tao Akamoto. Aber es gab keine wirklich vorgegebene, sondern nur die sich gehört. Sprich, Hausherr an das eine Ende, die Dame an das andere Ende und den ausrufenden Gastgeber, wenn man so möchte, oder den Geschäftsführer, den Junker, neben den Herrn Baron. Der Rest war zur freien Verfügung. Heißt das, aber der hat gewusst, wo er gesessen hat. Vorher. Naja, ja, oder die Gläser wurden halt angereicht. Ich schaue dann Richtung Dienerschaft. Ich möchte jetzt niemanden verdächtigen, aber die Gläser wurden auch am Tisch angereicht. Das heißt, das könnte auch dann, oder wäre auch logisch, dass dann passiert ist. Wir haben die Getränke bestellt, als wir gesessen haben. Das heißt, jeder wusste, was der andere trinkt. Ein Verweis auf meine Teetasse, die noch auf meinem Platz steht. Der Franzose schaut empört in deine Richtung, setzt seine Zigarette ab. Ah oui, das ist ziemlich rassistisch. Dass ich Tee trinke? No. Dass jetzt die Dienerschaft, nur weil wir Ausländer sind, verdächtigt werden. Das hat niemand gesagt. Verzeihen Sie mir, aber ich möchte damit überhaupt nichts Rassistisches äußern in der Hinsicht. Es ging halt lediglich darum, dass das beobachtet wurde oder ich es so beobachtet habe oder gerade feststelle. Und es hat nichts mit Ihnen als Franzose oder Ausländer zu tun. Falls es Sie beruhigt, Monsignore, ich gehöre genauso zum potenziellen Täterkreis wie Sie. Ich ebenso, anscheinend. Ah, ich könnte ihn mit dem Honig vergiftet haben.
Und Mademoiselle hat ihm das Wasser gereicht. Das und ist ich richtig. Sage, und ich sage trotzdem, es ist rassistisch, dass sie zuerst auf die Ausländer zeigen, ui? Das war nicht zuerst, aber gut. Also der erste Verdächtige bin auf der Liste bin nun mal ich, wenn sie das beruhigt. Meine Dame, meine Herren, vielleicht sollten wir eher mal über das Motiv nachdenken. Vielleicht führt das dann zum Täter. Warum könnte dieser arme Mann... Ich bin dafür, sie werden, um den Verdacht von sich selbst abzulenken, erstmal einen guten Löffel Honig essen. Einverstanden. Werde ich dann auch genauso tun. Ja, du steckst dir den Löffel mit Honig in den Mund und es schmeckt nach Honig. Wie lange war es circa von dem Beginn des Essens bis zum jetzigen Zeitpunkt? Wie viel Zeit ist da circa vergangen? Grob 30 bis 40 Minuten würdest du sagen. Also ihr hattet viel besprochen, viel nebenbei gemacht, viel unter anderem dann auch noch gelacht oder so und dann ja über Kreta gesprochen. Nun, wenn ich in 30 Minuten noch lebe, dann bin ich wohl unschuldig. Können wir uns darauf einigen? Oui, Monsieur. Ich würde so langweilig in Richtung der Dame des Hauses schauen, die auf das forsche Auftreten des Franzosen reagiert. Sie schaut empört. Und dann blickt sie zu dir und scheint dann wohl auch, ja, den Wink oder den Blick von dir verstanden zu haben. Deutet dann mit ihrem viel zu langen Finger auf Avré. Avré, wenn dieser Abend hinter sich gebracht ist, dann sind sie entlassen. Fristlos. Sie können zurückkehren nach Frankreich, wenn die Polizei sie nicht festgenommen hat. Ich möchte nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Monsieur Avré, erlauben Sie eine Frage. Für was sind Sie hier im Haus zuständig? Ja, der zuckt erstmal nur mit den Schulden. Der zuckt erstmal nur mit den Schultern und steckt sich eine neue Zigarette an. Streckt sich dann so ein bisschen, scheint das nicht wirklich zu kümmern, zu bemühen. Ich bin hier der Butler. Ich reiche nicht nur die Getränke, sondern auch das Essen, wenn es aus der Küche kommt. Wir haben einen Speiseaufzug von dem Erdgeschoss in Richtung des oberen Geschosses.